brains. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ja, ich hab's mal wieder hingekriegt, mal wieder eine Folge hier aufzunehmen. Ich komme momentan echt wenig zum Zocken. Aber gut, wir spielen auf der Seite der Pflanzen und mal sehen, was können wir uns denn hier mal nehmen. Ich glaube, Schnapper haben wir das letztens erst gespielt. Kakteen gibt's schon echt viele. Wie wär's denn mal wieder mit einer Erbsenkanone? Der Gesetzeserbse vielleicht. Erledige 15 Zombies mit dem Feuererbsen. Ja, da müssen wir eigentlich Feuererbsen spielen. Wenn wir Feuererbsen-Missionen haben, müssen wir Feuererbsen spielen. Aber ich glaube, da haben wir letztens auch erst irgendwas versucht. Wir haben keinen Schnapper. Wir haben keinen Schnapper. Also nehmen wir mal den Giftschnapper. Den Giftschnapper, einen der schlechteren Schnapper im Spiel. Jo, und da oben sind schon meine Kollegen, verteidigen ganz gut. So, und dann versuchen wir uns jetzt hier mal ein bisschen einzubunkern. Da kommen auch schon wieder die ersten Ingenieure und von den Kartoffelminen. Jawohl, so muss das doch sein. Richtig so. Hier mal ein bisschen Zeug hinlegen. Ich hab auch, glaube ich, die schlechtere Schleimvariante. Müssen wir jetzt direkt mal ändern. Rache aus dem Grab, er ist einer schön ins Stachelkraut gelaufen. Perfekte Sache. So, einmal. Ah, jetzt bin ich... falsche Taste gedrückt. Ja. Ich habe übrigens inzwischen einmal Plants vs. Zombies auf der PS4 gespielt. Und ich spiele ja hier auf dem PC mit Controller, ne? Und ich muss sagen, da spielt es sich... Aua. Doch um einiges besser auf dem... auf der PS4 mit Controller als hier auf dem PC mit Controller. Ich meine, irgendwie klar, es ist auch ein PC-System. Ist ja nicht für einen Controller ausgelegt eigentlich. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass das so einen krassen Unterschied macht. So, lass mich vorbei. Da ist jemand ganz böse drauf hinten. Ja, und die Sonnenblume macht ihren Job. Perfekt. Ja, was habe ich die letzten Tage gesehen auf dem großartigen Dia-Kanal? Da gab es früher die Sache ja, dass es da ganz viel Plants vs. Zombies gab. Ein Grund, warum ich überhaupt mit dem Plants vs. Zombies spielen online hier zumindest zum Streamen angefangen habe. Dann als die großen Leute, der Froggy und der Koala und der Kroko und so, und dass die auf einmal alle nicht mehr da waren, das war ein bisschen merkwürdig. Und ja, da sollte es weitergehen eigentlich. Und irgendwie tat es das dann doch nicht. Und jetzt kam da letzte Woche, glaube ich, ein Video raus. So, wir machen jetzt doch nicht weiter und irgendwie ist Plants vs. Zombies auf dem PC jetzt, ja, wo wir die meisten irgendwie spielen, irgendwie total doof und ja, da sind nur noch die ganz krassen unterwegs. Ja, ihr seht es ja gerade hier, also ich kann das nicht bestätigen. Allerdings, gut, wenn die Leute keinen Bock mehr auf die Sache haben, dann lass es ich finde es schade. Ich finde es einfach schade, wenn so ein Kanal irgendwie zugrunde geht. Ich habe die Leute nie so als Clan wirklich gesehen. Ich habe auch keine Ahnung von Clans, wie das so sein soll und was da irgendwie organisiert werden muss. Immer so ein Scheiß. Das interessiert mich nicht die Bohne. Mich hat der Content interessiert. Mich hat Plants vs. Zombies interessiert. Und ja, das war für mich wichtig. Und na, kommt nichts mehr. Schade, schade. Ja, den anderen Kanälen, beim Koala läuft jetzt nur noch irgendwie Plants vs. Zombies 2, der hat irgendwie auch gerade ein bisschen aufgehört, keinen Bock mehr. Ja gut, die haben auch alle total intensiv gespielt. Ich habe meine ganzen Plants vs. Zombies Sachen halt auch ein bisschen runtergefahren, muss man ja auch sagen. Ne? Ehrlicherweise. So der Hype um Plants vs. Zombies 2 hat die ganze Sache dann doch so ein bisschen runtergezogen. Allerdings, ich finde, man kann es immer noch zocken und es ist irgendwie nett und ja, warum nicht? Ne? So, der ist gerade schon mal gesprintet. Und ich werde es auch weiter zocken, bis das neue Spiel rauskommt. Das hole ich mir auf jeden Fall auch. Das war nett. So, hier schnell in Sicherheit vor dem
Typi, der hier gleich um die Ecke kommt, hoffentlich. Oder auch nicht. Besser nicht. Ah, und dann werde ich von hinten abgeschossen. Ja, das sind die Besten hier. Mit den gefrorenen Sturmgewehren. Aber der Deppy Dave, der macht seine Sache hier richtig gut. Ordentlich Sönnchen gesammelt. Ja, komm. Ach komm, ich muss doch irgendeinen hier kriegen. Hallo? Zum Kotzen manchmal mit dem Vergraben. Ja, hier, komm. Schluck, Schluck, Schleim, mein Lieber. Und da ist noch ein Kollege unterwegs, der möchte gerne gefressen werden. Jam, 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 jam. Aber ich finde, man sollte auch Pflanzen pflanzen können, wenn man verdaut. Warum kann man keine Pflanzen pflanzen, wenn man verdaut? Das habe ich nicht begriffen, liebe Plants vs. Zombies Entwickler. Ich bin mal gespannt, was sie überhaupt ändern. Das ist bestimmt ganz ulkig. Aua! Was wird das denn jetzt schon wieder? Ah, Mann, 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 Mann. Was muss ich überhaupt noch machen? Flaggen-Zombies, All-Star-Schilde und 5 Zombies ohne K.O. zu gehen. Das ist natürlich, ja, für mich als Ober-K.O.-Geher vor dem Herrn so eine Sache. Na gut, versuchen wir das mal. Irgendwas davon zumindest zu schaffen. Ja gut, so wie ich das jetzt gerade mache, ist das natürlich hoffnungslos. Da sind auch schon wieder 2 unterwegs. Megafon, ja geil. Ja, bin schon wieder tot. Seht ihr, das ist hoffnungslos. Wo war ich stehen geblieben? Ich war eigentlich stehen geblieben bei der Sache mit den Kanälen und mit Content zu Plants vs. Zombies Garden Warfare auf YouTube. Wie gesagt, ich mache weiter. Ich glaube, der Froggy macht so auch noch so ein paar Sachen. Allerdings auch nicht mehr so viel wie früher. Leider, leider. Muss man da sagen. Warum kann denn der wegspringen? Das ist jetzt sogar zu kotzen. Ich wollte auch schon seit dem Beginn der Spiele-Session den Schleim gewechselt haben, nicht wahr? Machen wir das doch jetzt mal. Hier. Super klebriger Schleim ist, glaube ich, für den ein bisschen besser. So. Und weiter. So. Ja. Könnt ihr ja mal reingucken bei dem. Der hat mich auch ganz nett erwähnt beim letzten Mal, auch wenn er meine Kanäle irgendwie nicht so ganz begriffen hat. Aber gut. Die sind ja auch kompliziert, Froggy. Nö. So. Wisst ihr Bescheid. Ja. Ich glaube, das mit dem 5-mal ohne zu sterben, das kann ich mir abschminken. Allerdings bin ich ja jetzt schon so weit in dem Spiel, dass ich keine Missionen großartig mehr machen muss. Das ist auch ein bisschen so der... nicht das Schlimme, aber irgendwie so ein bisschen komisch. Also wenn man nur alle Charaktere freigeschaltet hat, dann hat man irgendwie nicht mehr so den Drang, hier die Missionen noch zu machen. Auf der PS4, wo ich jetzt kurz gespielt habe, da war es noch nicht alles frei. Und ja. Oh, ich muss doch All-Star-Schilde vernichten, ne? Hier, All-Star-Schilde vernichten. Einmal. Wo kommt denn der jetzt her? Meine Fresse. Jetzt hat meine Laserbohne das All-Star-Schild zerstört. Ah, das war der Luftschlag von Dr. Zomboss, der mich getötet hat. Okay, okay, okay. Also beide vertreten, Dr. Zomboss und Deppy Dave da oben. Ich bin schon wieder orientierungslos, lauf irgendwo in der Gegend rum. Eieieiei. So, Andale, jawohl. Schleim. Irgendwie gibt es hier einen Hack oder so, dass man trotz Schleim noch irgendwie springen kann. Ohne alles. So. Hallo, Mister. Ach, der ist doch mal. Ihr seid doch alle blöd. Ja. Bleibt mal stehen. Och nee! Der Bioplasma. Ja. Ja. Aber ich wollte noch mal was, so eine Sache zu diesem komischen Dia-Clan-Gedönse da sagen. Ne? Also, da hieß es irgendwie, da der Clan ist ja jetzt hier voll. Der ist schon wieder gesprungen, obwohl er abgeschnitten hat. Ist ja voll, hat er keinen guten Ruf mehr und so. Okay, Leute. Scheiß drauf, auf den Ruf, ey. Wir spielen hier ein Spaßspiel und das macht Leuten Bock
und es macht Leuten Bock, da anderen Leuten mal zuzugucken. Und what the fuck? Ja? Also. Macht doch Content und macht den Leuten eine Freude mit dem Content. Und das ist das Wichtige. Ja. Und wenn ihr Leuten damit eine Freude machen könnt, dann macht's weiter. Und scheiß was auf die Leute, die dann irgendwie unter die Videos schreiben, ihr seid scheiße und ihr könnt das alles gar nicht. Und so und so wäre es alles viel cooler, wenn ihr das so machen würdet. Und scheiß was drauf. Hate is gonna hate. Und es ist so mal auf YouTube und im Internet ja allgemein so, dass die Leute, die die Sachen gut finden, leider viel zu selten was unter die Videos schreiben. Meistens schreiben nur die Leute, die Sachen kacke finden, irgendwas unter Videos. Und dann hat man ganz schnell so das Gefühl, so, ah, wir sind falsch kacke und wir können das alle gar nicht. Aber, ne? Da muss man sich so eine Deu weit von verabschieden, von dem Gedanken, dass das irgendwie repräsentativ ist, was da irgendwie auf YouTube da rumgeistert in den Comments. Vielleicht wird es jetzt wieder ein bisschen besser, wo Google Plus sich jetzt wieder von YouTube getrennt hat. Glaub nicht, es ist ja allgemein schon immer ein YouTube-Problem gewesen. Vielleicht wird es das sogar noch schlimmer, weil jetzt wieder jeder Depp einen YouTube-Account machen kann. Aber, gut. We will see. So, Leute, was ist denn hier schon wieder los? Ich krieg's nicht gebacken. So, hier, Sonnenblume, bleibt bei uns. Ich lege auch mein Stachelkraut wieder in Gegenden, wo sie keinen Sinn machen. Hallo? So, jam, jam, jam. Lecker, lecker, lecker. So ein bisschen, ja. Ah, ja, gut. Der Skater TV. Ah, ja. So muss das sein. Ihr seid korrekt, Leute. Danke, danke. Jetzt feuern sie die wieder von da ganz hinten schon wieder. Na gut, würde ich als Zombie auch machen. Ja, aber so wie ich das mitgekriegt habe, sind die Leute, die jetzt noch in diesem Dia-Clan organisiert waren oder sind, ich habe noch nicht begriffen, ob sie das noch sind oder noch, oder nicht. Ich bin da irgendwie nicht so auf dem neuesten Stand wie andere. Haben die keinen Bock mehr. Oder ja, sie haben schon noch Bock, aber es läuft irgendwie nicht so, wie sie wollen. Und das Ganze soll jetzt irgendwie aufhören. Zumindest mit Plants vs. Zombies. Vielleicht wird da bald Call of Duty oder so ein Kack gespielt. Das interessiert mich jetzt nur überhaupt nicht, weil ich von Call of Duty wird mir schlecht. Ich habe halt Motion Sickness und Plants vs. Zombies ist wirklich einer der wenigen Shooter, die ich spielen kann. Und umso trauriger. Ja. Umso trauriger. Ich habe den Leuten auch mal geraten, die sollen sich auf jeden Fall Leute suchen, die Content machen. Was macht das für einen Sinn, wenn man einen YouTube-Clan hat und keine Leute, die Content produzieren? Das ist jetzt irgendwie semi-optimal, würde ich mal behaupten. Uah! Oh, ich habe den Wicht überlebt. Das war jetzt mal Glück. Das war Glück. Kommen die von da? Nee, können die gar nicht. So, hier noch ein bisschen mal Kraut nochmal hier in die Mitte legen. Hier sind sie immer gerne drin. Zombies. So, mein Grabung ist gleich wieder online, sag ich mal. Oh, hallo. Ja. Hier sind schon wieder Schilde zum Zerstören. Das ist doch mal perfekt. Töte die Schilde. Töte die Schilde. Yeah. Ja, sie kommen irgendwie von merkwürdigen Seiten. Oh, ja. Ich habe den gerade noch gesehen, den Luftschlag. Ja. Der Doktor zum Boss mit seinem Luftschlag. Oh, hallo. What the fuck? Ja, verschwende deine Raketen aus. Kaktus, kümmere dich mal um den da. Ich gehe in den Garten.
Und belebe die Sonnenblume wieder. Und werde mich dann vergraben und irgendeinen Zombie fressen. Zum Beispiel den hier. Und dann sterben. Da, seht ihr, ich kann in die Zukunft gucken. Ja, nee. Ja. Da steht immer noch da oben auf dem Scheißdach. Hier nicht. Okay. So. Die Zombies werden erstmal hier gefressen. Sehr gut. Nehmen ein. Das ist fürs Spiel ganz gut. Mal noch schnell irgendwas pflanzen. Hallo? Da hinten ist noch ein Zombie. Den kriegen wir nicht, weil der wegjumpt. Wo sind denn die ganzen Zombies? Sind nur drei Zombies angeblich im Garten. Ich sehe sie nicht. Es sind unsichtbare Zombies. Ah, und dann bin ich auch noch zerstört und von einem Betonwerfer umgeschossen. Ja. Also ich mache weiter hier mit Plants vs. Zombies, ob es jetzt irgendwie alle drei Tage kommt, wie es mal eine ganze Zeit lang war, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber es liegt auch daran, dass ich momentan echt viel im Ohren habe und nicht so Content mache, wie ich mir das gerade vorstelle. Niveau? Ja. Tilo. Nö. Ich wüsste mal Bescheid. Könnte noch gern. Oh, Zomboss, ey. Ich könnte auch mal echt noch so ein paar. Halsterschilde gebrauchen. Für mein Quest. So. Hier hinten ist auch schon alles proper. Was ist denn hier hinten? Ah, nee, ist nicht proper. Hier fehlt noch eine Laserbeam, finde ich. Ist hier hinten eine Art. Nein, hier ist. Oder du bist aber risikohaft da hinten. Hier kommen die Zombies ja eigentlich immer ziemlich fix vorbei. So. Sie werden also von der anderen Seite kommen. Na dann werden wir uns doch mal auf diese Seite begeben. Und hier ist schon wieder eine Pflanze weg. Deswegen werden wir doch hier mal sowas hinbauen. Und uns hier hinter der Ecke verstecken. Und schauen, ob uns hier einer in die Falle geht. Wenn er denn hier versucht, über die Mauer zu jumpen oder hier an uns vorbeizulaufen. Da kommt auch schon jemand. Aber die laufen alle da rechts lang. Wenn ich da mit vier Mann, wenn ich da jetzt reinjumpe, dann... Ja, den haben wir schon mal. Sehr gut. So, und wieder in die gleiche Ecke hier. So. Mal ein bisschen Stachelkraut hier hinlegen. Gucken wir mal, ob wir von der anderen Seite Besuch kriegen. Also, kriegen wir. Ey, ich schieß immer. Wieder einer weg. Und schnell mal hier rüber. Und wieder eine Pflanze gepflanzt. Aua, aua. Ja, und das Schild habe ich auch noch gut zerstört. Sehr schön. Perfektometer. So, und der muss jetzt dran glauben. So. Ja, vierer Abschussserie. Einen fehlt noch, einer fehlt noch, einer fehlt noch. Drückt mir die Daumen, dass ich das hinkriege mit dem da. Ja, das sollte hinhauen. Abschussserie 5. Aber ich muss, glaube ich, 5 fressen. Das wäre natürlich jetzt nicht so geil, wenn ich 5 fressen müsste. Da den Presslufthammer, wenn ich ihn um. Den Presslufthammer kriegen wir zwar nicht, aber. Ja, komm, ey. Verdammt. Leute. Verschlinge 5 Zombies. Ach, Mann. Ich glaube, wir waren 4 jetzt, ne, gewesen. So, hier oben ist der. So, Leute, die, Verbündeten gerecht. So mag ich das. Verbündete rächen mag ich. So, hier. Ja, tötet mich. Jawohl.
Ja. So ist das. Dr. Zombot ist zerstört. Jawoll! So muss das sein. Da hinten käbbelt sich eine Sonnenblume mit einem Wissenschaftler. Und der Wissenschaftler gewinnt das Ganze auch noch. Und ich darf ihn dann töten. Sehr schön. Finde ich gut. So, Schleimi Weimi. Ja, aber ich mache einfach zu wenig Schaden. Das ist. Ach, ich ärgere mich immer noch über dieses. Jetzt haben sie das, die Basis hier eingenommen. Schnell, schnell, schnell in den Garten, in den Garten, in den Garten. Oh, schade, 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 schade. Oh, ein paar Wissenschaftler, Ingenieure fressen, das ist selten. Ist der AFK? Hallo? Bist du AFK? Anscheinend. AFK-Leute schmecken immer sehr gut. Ach, Mist. Ich habe hier manchmal das Gefühl, entweder, dass ich unfähig bin, was wahrscheinlich stimmt, oder dass das Spiel irgendwie mir immer ein Problem bereiten will, wenn ich Schnapper spiele. So, hier sind sie schon wieder mit 1000 Mann unterwegs. Den kriegen wir den? Einmal. Jawohl. So, und wir werden schon wieder angefragt hier. Jawohl, das ist immer so, wenn man jemanden frisst als Schnapper. Es sei denn, man ist irgendwo ganz ab, weit ab vom Schuss und hat dann Glück, aber meistens muss man ja mitten ins Getümmel und wird dann sofort weggeschossen. Naja. Aber wir haben eine ordentliche Anzahl an Kills, finde ich. Also für meine Verhältnisse. Das ist ein Flaggenzombie, den müssen wir auch töten. Mehr hat Flaggenzombie. Stirb! Ein 1000 Tode. So, hier noch ein Kraut hin. Oh, und am Garten sieht es gerade ganz fies aus. Am Garten sieht es fies aus. Oh, mit Raketen kommen sie auf mich. Ah, je, je, je. Nee, 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 Leute. Und noch Luftschläge und sie wollen es aber auch wissen. Komm, 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 komm. Ah ja, ich dachte, ich könnte die Erbse wiederbeleben. Aber das ist meistens nicht mit erledigend. Ach, ich hätte den gar nicht fressen müssen. Ich hätte ihn auch erledigen können. Ja. Ja, ja. Spielt eigentlich irgendjemand, der das zuguckt, auch auf der PS4? Dann könnte ich nämlich vielleicht demnächst auch mal mit euch da spielen. Irgendwie scheinen das ja mehr Leute auf der PS4 als auf dem PC zu machen. Dieses Spiel. Und, boah, vielleicht, also, ne? Also, wenn ihr auf dem PC spielt, könnt ihr natürlich auch mit mir zusammen spielen. Auf der PS4 ist es halt jetzt nochmal so ganz von vorne anzufangen, ist halt auch relativ krass. Finde ich zumindest. Ja, richtig sich um Missionen kümmern muss und noch nicht alle Charaktere hat. Ich hab auch zum Beispiel keine einzige Sonnenblume freigeschaltet. Was mich ein bisschen ankotzt, weil ich Sonnenblumen eigentlich ziemlich cool finde. So, was machen wir denn hier? Ja, wir sterben erstmal. Ja, 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 ja. Ja. Was war das? Eine Gefahrenzone, ja. Ich glaube, das muss ich auch mal, den Typen muss ich auch mal wieder spielen, hier den Gefahrenzonen-Zombie. Ich glaube, bei der Aufnahmesession lege ich doch jetzt direkt noch, gleich noch eine Runde nach und spiele doch mal einen Gefahrenzonen-Zombie. Ich glaube, das mache ich. Dann könnt ihr in der nächsten Folge einen Gefahrenzonen-Zombie sehen. Den hier nicht, aber... So, da ist ein Zombie. Hallo. Stirb. Ist er jetzt nicht gestorben davon? Ey, ich krieg es zu... Ja gut, ich bin halt kein Feuerschnapper. Ich bin nur ein dummer Giftschnapper. Aber
Tragik. Tragik, Tragik. Ich möchte das betonen, dass es tragisch ist. Und ich möchte, dass jetzt vor dem Bildschirm alle... Oh, macht. Das brauche ich nämlich. So, jetzt sind sie alle nach da hinten unterwegs. Hier sind die Gifterbsen, die alles bombardieren. Sehr gut. Hallo, Leute. Besonders die Wissenschaftler müssen gefressen werden. Die Wissenschaftler müssen gefressen werden. Die Wissenschaftler müssen gefressen werden. Ach, nö. Leute. Es geht nicht. Ach, Mann. Warum ist man als Schnapper eigentlich immer so langsam? Gut, ich sollte mal eine Rüstungsschnapper spielen, damit das mal ein bisschen... Oh, hallo, Wissenschaftler! Nicht nix da, dieses Mal wirst du nicht meine Villa bescheineln, besudeln. Der andere Wissenschaftler, der da noch rumturnt, auch nicht. Und du wirst nicht den Teleport aufbauen. Und ich werde sterben an einem Z1 Sturmgewehr, was jetzt eher so aussah, als wäre es irgendwie Elektro gewesen. Aber ich glaube, das war eine gute Kombo. Ja, vier Zombies in der Villa. Was schießen sich die Pflanzen denn hier gegenseitig ab? So kann das ja nichts funktionieren. Jetzt kommt hier der Wissenschaftler rein, guck. Jo, der ist jetzt gleich in the garden, in the Sache drin. Aber er wurde noch abgewehrt. Hier vorne ist schon wieder mein toller Bambus schon wieder hin. Der muss wieder her. Ach nee, das war der. Okay. Oh, hier mal ein bisschen Abwehr machen. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Villa verteidigt. Jawoll! Alles eingenebelt, damit auch ja, niemand irgendwie auf dem Endbild ist. Ich hoffe, dass das bei Plants vs. Zombies 2 ein bisschen cooler noch ist, das Endbild. Oh, 14.000 Münzen als Pflanze. Das hatte ich auch lange nicht mehr. Schauen wir mal. 34 Kills. Ja. Ich bin zufrieden und kaufe mir, kaufe ich mir ein Super Premium Pack. Super Premium. So. Angsthasenpilz, Drachenmäulchen. Dreck. Ja. Kann ich alles nicht so richtig gebrauchen. Aber gut, bis zur nächsten Runde dann mit diesem komischen Zombie. Ihr wisst schon Bescheid, ne? Stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Euer Koali. Tschüss.